Das Internet hat ja seine eigenen Gesetze und macht beispielsweise über YouTube ganz normale Menschen zu Stars für Millionen. Mein heutiger Gast, Oliver Gimba aus Pforzheim, ist so ein YouTube-Star. Ihm fallen immer irgendwelche Witze ein, egal wo der Malermeister gerade unterwegs ist. Wie nimmt Olli dann ganz spontan mit seinem Handy auf? Sag mal, hättest du mir nicht sagen können, dass dein Dachziegel runterfällt? Sein Markenzeichen, er kriegt sich selbst beim Lachen meistens nicht mehr ein. Zu Hause stellt Olli dann seine Witze ins Netz und in nur 4 Monaten ist seine Fangemeinde rasant gewachsen. Seine Clips wurden rund 1,5 Millionen Mal angeklickt. Bin ich froh, dass der Kerl heute Zeit hat und hier ist. Herzlich willkommen, hallo. Hallo Florian. Als erstes machen wir klar für unsere Zuschauer, wir kennen uns zwar noch nicht sonderlich lange, aber per Du möchtest du gerne sein? Ja gut, es hat sowas mit diesem Internetthema zu tun, ja. Da ist man eigentlich per Du. Klassisch im Beruf pflege ich das Sie, mhm. aber das Internetthema hat diese Du-Thematik doch sehr beschleunigt, ja. Auf YouTube habe ich es gerade eben gesagt, 1,5 Millionen Mal angeklickt. Kriegst du Fanpost mittlerweile? Also ich habe jetzt ab heute einen Student eingestellt, der mich begleitet und betreut, der Fanpost bearbeitet. Also ich bekomme ca. 100 E-Mails pro Tag zu meinen beruflichen E-Mails. Ja. Ich bekomme Post in der Form, teilweise sogar mit Rückumschlag, dass ich Autogrammkarte verschicke. Hast du Autogrammkarten? Ja, klar, natürlich. Ohne Fax? Ja, hätte mir das einer erzählt vor einem halben, dreiviertel Jahr, hätte ich ja gesagt, von was träumst du eigentlich nachts? Aber ich spüre, das taugt dir schon ganz sehr. Und dass du vielleicht auch im Supermarkt erkannt wirst, ist noch nicht unangenehm für dich. Da muss man mal Eva fragen, die hat da eine ganz andere Einstellung dazu. Weil du musst dir das so vorstellen, ich stehe mittel im Supermarkt, die Fans kommen teilweise wirklich kreischende Teenager. Und sie rennt dann so sternförmig durch den Supermarkt, während ich so die statische Position in der Mitte habe. Und also, wie gesagt, es ist unglaublich. Was ist in der Fanpost drin? Gibt es auch ein paar Witze, die eingeschickt werden nach dem Motto, den kenne ich zwar schon, aber nimm ihn doch mal auf und stell ihn ins Netz? Also, ich würde jetzt mal sagen, ca. die Hälfte der E-Mails, die ihr erhalt, sind Witzvorschläge. Mhm. 90% davon kenne ich. Ich habe aber wirklich die Motivation, jede E-Mail zu beantworten. Das heißt, ein immenses Pensum an Mehrarbeit. Aber deshalb muss ich das jetzt delegieren, weil ich ja insgesamt 4 Firmen vorstehe als Eigentümer, Miteigentümer. Und es ist wirklich so, dass das Witzvorschläge sind. Teilweise liege ich 10 Minuten vor meinem Rechner und habe Schnappatmung, weil es so unglaubliche Kracher sind. Das ist auch ein Markenzeichen von dir, dass du selber über die Witze lachst. Gerne auch, bevor die Pointe überhaupt kommt, merkt man schon, der Kerl schmeißt sich weg vor Lachen. Aber bevor wir uns gleich auch noch welche anschauen, wo nimmst du die her? Sind das Witzebücher, die du liest? Hast du die im Laufe deines Lebens eingesammelt? Also diese Humorthematik ist bei uns in der Familie, ich sage jetzt mal Familienkrankheit. Klatschbären in der Familie, wo man hinguckt. Ja. Also mein Vater hat mir in meinem Leben, ich sage immer, ca. gefühlt 5000 Witze erzählt. Ich habe es gestern der Barbara Scherer, ich war gestern im Radio, erzählt. Ich glaube, 4999 weiß ich nur. Und dann hat sie gesagt, und welchen hast du vergessen? Dann habe ich gesagt, ja, wenn ich es wüsste, hätte ich ja nicht vergessen. Dann gucken wir mal gleich drauf, dann wissen wir in etwa, wo der Humor hingeht und mit welcher Länge man zu rechnen hat, wenn man denn dann ins Internet schaut. Also hier sind die Witze von Olli, beispielsweise. Treffe sich zwei Kumpels in der Stadt und dann sagt der eine zum anderen, du stell dir mal vor, gestern ist meine Frau mit meinem besten Freund mit dem Karle durchbrannt. Dann sagt der andere, sag mal, seit wann ist denn der Karle dein bester Freund? Dann sagt er, seit gestern. Seit gestern. Zwei Kumpels treffen sich in der Stadt und dann sagt der eine zum anderen, du, gestern war ich im Zoo. Dann sagt der andere, ja, und wie war's? Sagt er, du, also ich bin vor dem Löwegehege gestanden und der Löwe hat die ganze Zeit so gemacht. Dann sagt er, na, hey, du, der Löwe macht doch normalerweise. Dann sagt er, na, hat er nicht schon wahrscheinlich verkehrt rumgestanden. Also zeig ihn ruhig, obwohl du ihn wahrscheinlich schon oft erzählt, oft gehört hast, musst du immer noch drüber lachen. Ja, weißt du, Florian, du musst dir vorstellen, das
gibt bei mir so, ich stelle mir Bilder vor zu dem Witz, den ich erzähle. Deshalb muss ich ja sehr häufig lachen, schon während ich den Witz erzähle, weil ich weiß ja, was für Bilder plötzlich in meinem Kopf entstehen und dann könnt ihr mich wegschmeißen. Ich war ja vorbereitet und ich muss schon so ein bisschen hier das Gesicht immer wieder massieren, damit sich das alles entspannt und ich nicht die ganze Zeit grinsen. Aber für den Fall, dass mal was nicht lustig ist... Hätte ich hier auch noch einen Lachsack dabei gehabt. Aber den brauchen wir nicht, zugegebenermaßen. Nee. Den legen wir weg. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir das häufiger angucke, was du da treibst, ohne dass du eigentlich witzig aussiehst. Das ist jetzt smart, Anzug, ne? Irgendwie gegelte Haare, ganz cool. Trotzdem gewinnt der Witz dadurch, dass du ihn erzählst. Warum funktioniert das, obwohl du ja kein Kasperkopf bist, in dem Sinne, dass du Grimassen schneidest dazu? Also ich kann das nicht erklären, aber es ist so, dass sehr viele Menschen mir schreiben, also das geht wirklich, eine der berührendsten E-Mails, die ich erhalten habe, war, dass mir einer geschrieben hat aus der onkologischen Klinik aus Freiburg, dass es ihm sehr schlecht geht und der einzige Augenblick in seinem Tag oder in seiner Woche wäre, wo er schmerzfrei im Kopf und im Körper wäre, wenn er meine Witze sieht. Mhm. Die Witze selber sind es nicht, das sind alte Kamelle, ja. Teilweise ja ganz neue Sachen, aber auf jeden Fall ist die Art und Weise, wie ich es erzähle, die, ich sage jetzt mal, the positive energy, die ich wohl von mir gebe. Ich will noch mal kurz auf deine Familie und auf deine Partnerin zurückkommen. Wenn man dich im Internet ansieht, dann geht das ein paar Sekunden und dann ist wieder weg. Man kann so viel konsumieren, wie man will oder es dann auch lassen wieder. Ich stelle mir vor, in deinem familiären Umfeld, du hast auch Kinder und eben eine Partnerin, du sagtest es schon, wenn man den Olli den ganzen Tag an der Backe hat, wie ist die Reaktion da? Durch das, dass ich Alkoholiker bin, ich stehe morgens um 4.30 Uhr auf und verschwinde spätestens um kurz vor 5 in mein Büro und komme recht spät heim. Insofern habe ich die verhältnismäßig lang humorfreie Zone. Insofern, wenn ich dann heimkomme, dann gibt es aber auch gleich das volle Programm. Dann freue sie sich, mal mehr, mal weniger. Ist das ein Konzept für die Zukunft, dass du sagst, irgendwann will ich mit Witzen auch mein Geld verdienen? Ich meine, du bist als Malermeister erfolgreich, aber wäre eine Alternative? Also ich war gestern 2,5 Stunden hier im Haus bei SWR 1 und habe ein unglaubliches Feedback bekommen. Ich habe heute Morgen mit meinem Student eine Fanpage eingerichtet, weil meine Facebook-Seite voll ist. Und habe jetzt seit heute Morgen um 9 Uhr, glaube ich, 3000 Likes. Also das ist Geschwindigkeit und eine Dimension, die kann man sich nicht vorstellen. Natürlich können Sie noch mehr Infos kriegen über Olli und auch seine Witze bei uns auf landesschau-bw.de. Danke für den Besuch.